Also, einmal Leertaste drücken, die Fallschirme öffnen sich, um unseren Fall zu verlangsamen. Nochmal Leertaste drücken, die Triebwerke gehen los, die eigentlich gar nicht losgehen sollen. Nämlich die hier. Das heißt, die beiden müssen eigentlich nur vertauscht werden. Heißt, der nächste Schritt wäre, es wird abgebremst und nochmal Leertaste drücken, ist die ganze untere Stage wird abgesprengt. Was die Fallschirme aber nicht tangieren dürfte. Und dann wäre der nächste Schritt, die Antriebe starten. Ja, okay, so müsste richtig sein. Gut, Warp-Faktor. Oh, das ist doch ganz schön schnell. Okay, 200.000 Meter. Und es ist zappenduster da unten. Ach du Schande. Hier oben war noch ein Shoot. Den können wir auch mal benutzen. Warte mal, du kommst damit unten hin. Die können wir alle wieder einklappen lassen. Weil ich denke, mit 4 haben wir schon eine wesentlich bessere Chance als mit 3. Also, Plan ist, wir warten, bis wir in der Atmosphäre sind. Und drücken dann Leertaste. Und dann, wenn die Fallschirme uns einigermaßen abgebremst haben, wenn sie das schaffen, uns überhaupt von der Geschwindigkeit abzubremsen, ohne zu zerreißen, dann geben wir restlichen Schub mit den Atomtriebwerken. Kurz vom Boden. Okay, Warpfaktor höher. Ich will nicht im Dunkeln landen. Das war eine echt doofe Idee. 70.000, 60.000, 50.000. Warpfaktor 1, okay. Okay, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Mit 1300 Meter in die Sekunde. Wir kommen gleich in die Atmosphäre. Also, noch nicht. Leertaste. Was? Leertaste. Ah, die Shuttle sind aktiv, glaube ich. Ne? Fallschirme. Wow, Special Effects. Ja, nee. Aber schön, dass die Shuttle noch aktiv sind. Sind die irgendwo da... Was ist da oben? Da oben sind, glaube ich, unsere Parachutes. Ja, nee. F9 neu laden. Klaus? F9 neu laden. Ich glaube, die sind abgerissen. Okay. Kann ich mit arbeiten? Wir müssen also definitiv vorher bremsen. So, auf Gegenkurs. Für den Surface. SAS an. Und Warpfaktor. Oh. Jo, 200.000, 100.000. So, Gegenschub geben. Yeah. Das hätte ich mal vorher machen sollen. So. So, wir bremsen ganz langsam ab, was fast gar nichts bringt. So, schön auf Gegenkurs bleiben. Treibstoff ist gleich, alle. Dann müssen wir das ja doch wieder umändern. Irgendwas ist da nicht richtig. Ich würde gerne Pause drücken, aber ich glaube, Pause geht nicht. Pause. P. Escape. Das ist ganz schön hektisch. Also, das sind die 4 Triebwerke hier oben. Warum sind die jetzt schon an? Da ist irgendwas ganz schön schief gelaufen. Na gut. Gegenkurs, Gegenkurs, Gegenkurs. Ja, das meine ich. So. Und jetzt ganz viel Gegenschub.
und Shoots 3, 2, 1. Ich hoffe, sie bringen diesmal was. Sind aktiv. Wann fallen die aus? Oder wann fahren die aus? Gar nicht anscheinend. Ich mache jetzt alles mit den Düsen. Ah, okay. Aus. Sind im Drag-Modus. Okay, also bei der Hälfte von Dunkelblau fangen die an. Bremsen uns aber auch nicht wirklich ab. Geben wir ein bisschen Schub, um das auszugleichen. Damit sie nicht zerreißen gleich. Okay, Landing Gears. 12 Meter die Sekunde. Das ist doch richtig schön sauber. Also zu schnell, aber. Landing Gear? Lower. So. Licht ist an? Ich sehe gar kein Licht. Wow. Nicht umkippen. Hey, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, doch. Okay. Die sind rot, also verbraucht. So, du freust dich, dass du da bist. Du... Das Ding haben wir gar nicht benutzt diesmal. Okay, Repack Shuttle. Shoot. Repack Shoot. Repack Shoot. Und lass los. Da-da-da, boing. So, dann stell dich mal ins Licht. Und lächle in die Kamera. Yay! Yay! Ich stehe unter einer Antriebsdüse. Yay! Kai, wo ist jetzt der andere? Gucken wir mal ganz kurz. Der andere ist doch dezent weit weg. Erste Landung auf Tuna. Oh ja, stimmt mal. Du. Platziere mal eine Flagge ein bisschen weiter weg von dem Ding, sonst wird die nachher weggepustet. Das wäre nicht so schön. Und geh mal ein bisschen in Richtung da. Sehen wir eigentlich irgendwas Schönes von hier aus? Nö, schade. Okay, so müssen wir dahin. Okay, Plan Fleck. So, tada. Erste richtige Landung. Unsere erste ordentliche Landung auf Duna. Werden wir es zurückschaffen? Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Mit etwas Glück schaffen wir es in die Umlaufbahn zurück. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Okay, du musst jetzt da oben rauf. Du kannst auch noch Licht anmachen, oder? L? Ja, sehr gut. Und jetzt musst du da hochhopsen. Wo war dein Pack? F? Nein. R. Okay. Nee, ne? Och nö, jetzt sag mir bitte nicht, dass du nicht da hoch... Du kannst nicht ordentlich fliegen, hä? Doink. Du musst da rauf. Noch freust du dich. Wenn du gleich merkst, dass du nicht da oben rankommst, wirst du dich nicht mehr freuen. Komm, hoch, hoch, hoch. Okay, wir können versuchen, auf so ein Landing Gear raufzugehen. Und dann von da aus auf das Fass zu springen. Und, oh, Jumping Puzzle. So, flieg mal hoch. Genau. Und von da aus hoch. Ja, 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 ja. Oh, es klappt. Oh, 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 oh. Grab. Ah. Der kichert sich zu Tode. Sauerstoffmangel ist was Schönes, ja? So, also es klappt, das ist schon mal gut. Also wir können von hier wegkommen. Also wir können versuchen, mit der Rakete von hier wegzukommen. Das ist schon mal sehr schön. Also darauf. Darauf. So, und jetzt grab. 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 Und Bord. Das wäre echt kein schönes Ende gewesen.
dass wir nicht zurückkommen, weil wir nicht in der Lage sind, eine Leiter zu fassen da oben. Aber eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass man mit dem Jetpack weiter nach oben fliegen kann und nicht nur so ganz kurz hopsen. Aber die Einstellung habe ich wohl nicht gefunden. Na gut, die Shoots sind alle wieder eingefahren. Das heißt, wir geben jetzt ganz normal Schub nach... Ah ne, das war anders. Wir sollten nicht Schub nach direkt oben geben, sondern wir sollten schon so ziemlich schräg wegfliegen. Und zwar ziemlich schräg in... Die drehen sich so rum. Wir wollen nach innen, also in die Richtung. Naja, wir brauchen erstmal eine Umlaufbahn. Es wird total eierig sein. Ja, wir müssen aber erstmal hoch. Ressourcen an. Ich speichere jetzt nochmal ab. Wir haben es ja geschafft mit dem Landen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Geben Schub. Drehen das Ding mal. Kippen nach da weg. Wow. So. Versuchen uns zu stabilisieren. So. SAS an. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Und was für eine Höhe wir überhaupt brauchen. Treibstoff geht ganz schön schnell runter. Ach du gute Güte. Mehr Schub. Bleiben wir auf 90 Grad. Steiler? Fragezeichen. Kommen so schon relativ schnell hoch. Und ich denke mal, bei Duna werden wir nur 30.000 Meter oder so brauchen, um aus der Atmosphäre rauszukommen. Weniger. Ja, sehr schön. Nö, bleiben wir einfach hier. Apoapsis ist bei 30.000. Okay. Schuh, ganz runter. Bis wir kurz vor der Apoapsis sind. Und dann gehen wir da auf den Wert hier. Und brennen in der Richtung. So, Warpfaktor. Wow, wow. 4. Und das ist jetzt dieser physikalische Warp, weil wir noch in der Atmosphäre sind. So. Ja, ein bisschen noch. So. SAS aus. Schub. Oh, immer schön auf den Nachbau achten. Warten, näher an die Apoapsis ran. Dann haben wir gleich eine sehr exzentrische Umlaufbahn. Ja. Wie ich das dann hinbekommen soll, weiß ich auch nicht wirklich. Also daraus eine Umlaufbahn hinzubekommen, mit der man Richtung Kerbin zurückkommt. Aber wir werden ja eh bald von der Sonne eingefangen, das passt schon. Also es wäre schön, wenn wir von der Sonne eingefangen werden, das fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht schaffen wir es auch gar nicht, dem Duna hier zu entkommen. Okay. Oh, oh. So, näher zur Apoapsis. Dann haben wir gleich den Periapsis und dann haben wir schon das halbe Spiel gewonnen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen, einigermaßen landen können. Das war eine richtig butterweiche Landung, ohne dass irgendwas abgebrochen ist. Und jetzt auch noch wieder starten konnten und gleich eine Umlaufbahn um Duna rückwärts haben. Oh, schick, schick. So. Da ist eine Periapsis. Die ist auch schon hoch genug. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch in Anführungszeichen rausscrollen. Und von Duna wegkommen. Also. Hier so. Manöver. So. Da würden wir Duna verlassen. Bräuchten wir 381. Ich nehme jetzt mal weniger, sodass es eigentlich nicht reichen dürfte.
Wir verlassen nirgendwo, du Narr. Wir könnten was mit Icke probieren, aber ich weiß nicht so wirklich. Also machen wir lieber so. Ja, müssen wir gucken. Also dich machen wir jetzt wieder aus, damit ich nicht verwirrt werde. Und bei der Apoapsis brennen wir dann in Richtung. Warum haben wir immer noch den Warp? Sind wir immer noch Atmosphäre? Nicht so ganz. Okay. Also wir gehen jetzt mit Warp-Faktor 4 bis zur Apoapsis da hinten. Gehen dann einfach so lange Schub, bis wir sehen, wir verlassen den Duna-Orbit und werden von der Sonne eingefangen. Wenn wir das hinbekommen. Weil 380 Meter die Sekunde zu schaffen mit dem bisschen Fitzel Treibstoff da, glaube ich nicht wirklich. Das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich eine eierige Umlaufbahn um Duna rum. Was ich jetzt nicht so wirklich toll finde. Ja, du. Ist nicht so schön, ne? Wir könnten auch einfach eine stabilere Umlaufbahn um Duna versuchen hinzubekommen. Damit später irgendwann mal jemand ihn aus der Umlaufbahn abholen kann. Ich weiß nur nicht wie. Okay, machen wir mal Warp-Faktor runter. Also wir hätten erstmal gerne eine höhere Umlaufbahn. Das ist das Erste, was ich mache. Erstmal erhöhen wir jetzt Apoapsis und Periapsis beide auf so einen Wert von 50.000. Und dann spiele ich mit den Manövern so rum, dass die Umlaufbahn um Duna so ist wie die Umlaufbahn von Duna um die Sonne. Also auf derselben Höhenebene. Das klingt gut. Ja. Außerdem, wenn wir eine etwas höhere Umlaufbahn haben, dürften wir, glaube ich, auch einen höheren Warp-Faktor einsetzen können. Ich weiß nicht, ob das umgerechnet wird. Also ob es einen festen Wert gibt, in welcher Höhe man sein muss, für welchen Warp-Faktor oder ob das vom Planeten abhängt. Weil Duna hat ja eine wesentlich geringere Anziehungskraft, also dürften wir auch eigentlich näher dran sein mit höherem Warp, aber keine Ahnung. Müssen wir gleich gucken. Weil es wäre ärgerlich, die ganzen Korrekturen nur bei vierfach Warp vorzunehmen. Ihr seht hier gerade, wir schleichen jetzt schon seit 3 Minuten was da hinten hin. Nicht so wirklich toll. Aber gut, 1 Minute 20 Sekunden. Damit kann ich arbeiten. SAS aus. Kurs. SAS an. Genau. So, 30 Sekunden. Jetzt. 20 jetzt. Okay, Schub. Schub in 3, 2, 1. Muss eh nur ganz wenig sein. Hm? 38.000. So, stopp. 45.000. Und es ist immer noch der da. Yeah. Okay, das heißt, es gibt jetzt einen kleinen Zeitraffer. Da bringe ich jetzt die Periapsis ebenfalls noch auf 50.000. Und dann melde ich mich wieder. Also bis gleich.